Super, watch it. Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das Gespiegelte. Ja, das stimmt. Dennoch war es jetzt nicht witzig. Stört. Solche Spiele, ey. Ups. So. Scheiße. Das sieht aus, als würde ich in der Lunge laufen. Okay. Eine Arterie oder sowas wäre die da. Zukunft scheint demnächst auch öfters hier vorbei. Das ist Schwanzmarsi gewesen. Die Schweinsnase, kannst du vorhin hier sehen, ihr habt. Ah, ja, doch. Halt, nimm mich mit. Komm zurück. Noch ganz brav. Irgendwann mal. Juhu.
Spinnnetz war. Klassiker, Frauen hassen Spinnen. Also jedenfalls ich. Nicht alle Frauen, ich kenne auch welche, die mögen Spinnen, aber ich nicht. Ich bin so ein klassischer Typ, was Spinnen angeht. Wer sie haben möchte, bitte, kann sie gerne haben. Ich muss es nicht haben. Definitiv nicht. Happy, happy. So, wie viele Punkte haben wir? Uff, kann wieder aufwerten. Diesmal haben wir gesagt gehabt, dass wir den hier aufwerten. Ui, der kriegt ein bisschen Farbe. Zweiten war den. Ein Kringhorn. Gut, 600 für den da zusammensammeln. 54 haben wir noch. So. Ja, so schnell. Das war jetzt doch ein bisschen wow. Wow, so schnell komme ich gar nicht da hoch. Nee, so wird's nicht. Juhu, die richtige Seite gewählt. Na, Gott sei Dank. Ich hab schon Panik gekriegt. Und zur anderen Seite jetzt. Definitiv getrödelt. Ja. Das klingt, als würde ich da gleich wieder kommen. Pass. Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Ach nee. Sorry Leute, dass ich das Ding immer vorspiele, aber ich bin wirklich miserabel, was Schach angeht. Seht ihr? Na verdammt. Den Scheiß überspringe ich. Sorry, wenn ihr diese Schachpartie sehen wollt, müsst ihr bei jemand anders gucken. Weil, wie gesagt, ich bin miserabel, was das angeht.
Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Oi. Dann lag ich mit meiner Vermutung gar nicht mal so falsch. Das ist schon sehr bitter. Nur komisch ist, bei meiner letzten Aufnahme hatte ich ein rotes Kleid an und ich habe immer noch dieses farbene Kleid an. Also irgendwas habe ich... Ach so, ich weiß, was es ist. Ich habe in meiner... Hätte ich lieber das andere Kleid an, weil ich hasse diese Farbe irgendwie. Ich finde dieses Kleid schrecklich. Ich komme gleich wieder. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt das normale Kleid wieder angezogen. Mal sehen. Was war das? Was war dieses laute Geräusch? Naja, ich... Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Okay. Du machst dann echt viel Hoffnung, Kater. Oh, doch, die kleine Kunde scheiße. Huh?
Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Meine Güte, was hat das mit Kuchen zu tun? Labyrinth. Na super. Wie, keine Katze mit einem dummen Spruch? Warte mal, wo man lang muss ich denn? Ach, man ist so schlecht, ey. Ich hab das Bedürfnis, dich wiederbeleben zu müssen. Oder Mund-zu-Mund-Beatmung. Hatte man gemeint, du seist tot? So mit den abgehackten Armen. No! Hey, hey! Schluckt mein Feenstaub. Nein, das machen wir nicht gern. Den Feenstaub ist der Dörner. Die Pony. Da. Ich bin auf die Karte. Ist tot. Naja, ich könnte mal ein paar Heilpacks an die Töter. Ich brauche. Oh, Scheiße. Und ich weiß nicht, wo lang.